toi les prix Nobel et les savants. Qui ferait très sur voyage et dans le temps. Qui arbore sa pilosité subbucale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation. Qui contacte-t-on pour poser une question. Le professeur Moustache. Lieber Prof, ich bin Marie-Françoise, Mutter von 6 Jugendlichen, die zu nichts taugen. Warum haben die keine Power? Es ist zutreffend, dass Jugendliche weniger Nachsicht verdienen als Kinder. Zwischen der Kindheit und der Jugend liegt die Pubertät mit ihren unfassbaren Veränderungen. Die erste und nicht geringste ist der Wachstumsschub. Während Mädchen und Jungs bis zum Alter von 6 Jahren etwa gleich groß und schwer sind, beginnen Mädchen ab 10 und Jungs ab 12 explosionsartig zu wachsen. Beide wachsen innerhalb weniger Jahre um 25 cm, aber nicht auf gleiche Weise. Mit 10 Jahren fangen die Beine der Mädchen an zu wachsen. Mit 14 wird dann die Wirbelsäule länger. Und mit etwa 18 wird das Becken breiter. Bei Jungs passiert zwischen 8 und 10 Jahren nicht allzu viel. Aber mit 12 Jahren werden zunächst Hände und Füße größer, dann die Beine, der Rücken und schließlich entwickeln sich Nase und Ohren. Der Bereich des Gehirns, der die Veränderungen all dieser Körperteile koordinieren soll, ist das Kleinhirn. Die Welt ist so ungerecht. In den ersten Jahren steuerte das Kleinhirn die Entwicklung des Kindes und das war nicht schwierig. Servolenkung, optimale Ausdauer, maximale Geschwindigkeit, damit kam das Kleinhirn prima klar. Und dann plötzlich, ohne Vorwarnung, bam, der Wachstumsschub. Das ist, als müsste man von einem Tag auf den anderen von dem Computerspiel auf ein Riesencockpit eines Raumschiffes der NASA umsteigen. Aus diesem Grund ist der Jugendliche in diesem Stadium ungeschickt, lahm und hat keinen Plan. Jean-Theo, du hast die Anmut eines Ziegelsteins. Eine glatte 5. Aber, Dabei kann er nichts dafür. Sein Kleinhirn weiß einfach nicht, wo sein neuer Schwerpunkt ist. Durchhalten, Schnauzbart. Auch die Muskeln hinken hinterher. Dem Jugendlichen fehlt es also an Körperspannung. Alles ist schlaff. Aber aufgepasst, auch dafür gibt's eine Regel. Der Entspannungsgradwinkel beträgt 127 Grad. Egal, ob auf einem Stuhl sitzend, auf dem Sofa, sogar auf einer Abrissbirne. 127 Grad ist der goldene Schnitt für den Winkel der Rückenlehne eines Behandlungsstuhls beim Zahnarzt, die natürliche Position eines Astronauten in der Schwerelosigkeit. Ich darf das. Ich hab Abitur. Und die Neigung der Sitze in der Business Class. Ich darf das, denn ich bin reich. Schnauzbart, können wir uns nicht aufrecht hinsetzen, statt so zu hängen? Ich hänge doch nicht, Madame. Ich bin in der optimalen Position, um meine Muskulatur zu entspannen. Das gibt einen Eintrag. Nachsitzen. Während ihr darauf wartet, dass eure Kids in ein Alter kommen, in dem sie wieder menschenähnlich werden, guckt weiter bei Wer nicht fragt, stirbt dumm auf arte.tv. Aber was soll's? Sterben müssen wir alle mal.